Ich habe doch noch nie eine Anmoderation gemacht. Ja, nee. Doch, letztes Mal. Das war eine Abmoderation. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so. So. Hallo Leute, heute machen wir keinen Urbex, sondern Forex, nämlich Forest Exploration. Wir sind hier mitten im Wald und da gibt es was sehr Interessantes, hoffe ich doch, nämlich diesen Bunker da hinten, den ihr da sehen könnt. Und die Anmoderation haben wir diesmal mal bei etwas Licht gedreht. Beim letzten Mal war ja fast nichts zu sehen, muss ich mich für entschuldigen. Es ist einfach ein bisschen spät geworden. Ich bin heute nicht allein unterwegs, sondern auch mit den Damen und Herren von Lost Adventure Hunting und von Virgino 1907. Die Links zu deren Kanälen findet ihr dann in der Beschreibung unten. Und jetzt viel Spaß. Gut, komm, jetzt lass uns gehen. Pass auf hier. Also hier sollte man lieber nicht reinfallen. Nee. Ich weiß nicht, wie tief das hier ist. Ja, hier. Ich kann dir genau sagen, wie tief. Hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Guck mal hier vorne. Ja, krass. Ich mit dem Bein rein. Meinst du, fällt dein Bein jetzt ab? Nee, sehr gut waschen. Ja, natürlich. Kannst du hier nochmal? Pass auf, jetzt hab ich drauf. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Was sagt der Chemiker dazu? Lampe von uns haben. Physiker. Ach, du bist Physiker. Oh ja, das sieht man sogar hier im Video. Okay. Ja, im Grunde ist es eigentlich recht leicht zu erklären. Ja, okay. Das Öl verändert halt die Lichtbrechung. Ja. Was für einen Tank? Das ist ein Dieseltank da hinten. Ein Dieseltank? Genau. Und hier sieht man noch die ganzen Rohre, die abgesaugt wurde. Und damit wurde dann ja ein Notstromgenerator hier betrieben. Okay. Das hast du eigentlich in fast allen Bunkeranlagen, eine Notstromanlage. Ja, besser ist. Die konnten dann immer noch gewährleisten, was weiß ich wie lange. Genau, es waren in der Regel, ich glaube, drei Wochen. Drei Wochen noch, ganze drei Wochen, ja. Das war so die typische Zeit, wenn der Vollbau nach dem Atomschlag dann vorbei war. Ja. Das hatten wir wahrscheinlich auch, das habe ich schon mal Berliner Unterwelten hier wieder, ne? Ja. Da kannst du auch die ganzen Bunker angucken. Das war bestimmt ja auch irgendwo, wo man mit der Hand bezahlen konnte zur Not, die Belüftung.
Kurbel. Genau, so eine Kurbel, ja. Nee, das ist nicht die, die scheint hier schon geklaut zu sein. Ja. Cool. Das ist ja relativ viel geklaut, wenn sich Sarah noch angeschnitten hat, kann ich ja. Hier ist mein Parkplatz. Hat auch wieder jemand unter einem Video geschrieben, hier vor ein paar Tagen, wo genau in Sachsen-Anhalt ist das? Ja. Ich müsste einfach die Beschreibung mit Maps, in die Maps einfügen. Das, ne? Ist ja schon passiert. Da war dieses Video noch nicht auf moderierte Kommentare, sondern alle Kommentare zulassen. Und dann hat da einer die genauen Koordinaten reingepostet. Super. Und dann habe ich das wieder rausgelöscht. Und dann ist aber, was mir erst Monate später aufgefallen ist, war das plötzlich wieder unter dem Video. Da muss bei YouTube wohl irgendwas schiefgelaufen sein und die haben alte Backup wieder eingespielt. Ein Backup zu der Zeit, von der Zeit, zu der dieser Kommentar da noch stand. Das ist ziemlich bescheuert. Und das ist ziemlich bescheuert. Und deswegen habe ich jetzt bei allen Objekten, die schützenswert sind, weil sie eben noch nicht von oben bis unten zerschlagen und beschmiert sind, die Kommentare auch moderiert gestellt, damit ich freigeben kann, was dann nachher darunter steht. Mhm. War jetzt auch hier so. Ich habe den Kommentar einfach mal freigegeben, wo genau in Sachsen-Anhalt ist das. Aber wenn jetzt jemand die Antwort drunter schreibt, dann wird das nicht freigegeben. Also spart euch die Mühe. Kann man einfach nicht machen. Das ist so ein Riesenbecken, da sind so viele Fische drin, damit sich das für die auch lohnt, weil sie kriegen ja auch kaum Geld dafür, dass die so dran sind, dass die Fische sich gegenseitig anfangen anzufressen. Das ist auch ein typisches Verhalten. Das siehst du sogar bei Menschen im Gefängnis. Die fangen dann an, gegenseitig sich irgendwie weh zu tun. Zu boxen. Ja, weil sie einfach irgendwie, Nur Lagerkoller, sagt man. Ja, Lagerkoller, Im Endeffekt hast du es bei Schweinen auch, an der Schweinemast. Stimmt, die beißen sich die Ohren beißen oder die Schwänze. Deswegen werden die bei den Militärfällen abgeschnitten. Ja, aufgrund dessen ist auch schon wieder krass, ne? Ich habe mal ein Schlachthof-Video gemacht, aber der war schon verlassen, links unten in der Beschreibung. Nein. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wirklich. Es gibt Leute, die sollten dann wirklich mal Fotos machen, so versteckte auch, und dann um die Leute auf. Aber das gab's alles schon. Weißt du, was das schlimm oft ist? Die Leute sehen das, sagen, oh, ganz schlimm oder so. Und wenn sie dann zum Supermarkt nach Kaufland gehen, ist das Fleisch doch wieder schön günstig. Ja. Weißt du? Und dann ist das schnell vergessen. Ich leuchte mal nicht, da ich einen auf den Kopf steige hier. Oh, die ist ein bisschen eng. Oh. Langsam stoßen wir an unsere Grenzen, wenn die Bunker enger werden.
Wollen wir nochmal aufladen? Ja, warte mal. Ja, jetzt ist die Kamera auch dabei. Sagst du, wenn ich ausmachen soll? Ja, mach ruhig aus. Geil. Hier ist ja nun der Bunker, zu dem wir leider keinen Eingang finden können. Wir haben jetzt nochmal einen Eingang gesucht, aber leider keinen gefunden. Sondern nur ein Betonklotz, aber auf jeden Fall ist da drunter irgendwas, bloß es wird wohl verschüttet sein. Deswegen kommen wir da leider nicht rein und alles andere, was hier noch stehen gestanden hat, ist abgerissen. Da zeigen immer nur so ein paar Einfahrmulden irgendwie noch den Weg, aber mehr sieht man leider auch nicht. Tja, dann würde ich mal sagen, endet diese Bunkererkundung leider an dieser Stelle. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch ein anderes interessantes Objekt finden. Aber für dieses Video war es das jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.